Armee auf der ganzen Insel Schwierigkeiten bekommen. Klingt gar nicht so schlecht. Nimm dir die roten Tanks in La Jolla vor. Ein paar Guerilleros werden dir helfen. Ich schicke ihnen Fotos, damit sie wissen, was sie angreifen sollen. Vielen Dank. Wie drücke ich das vorsichtig aus? Deportiert. Okay. Die Silos befinden sich im östlichen Teil La Jollas. Jelena hat dir Fotos geschickt, damit ich weiß, wonach ich suche. Alright, da sind die Fotos. Also, diese Tanks sollen wir zerstören, beziehungsweise das sind ja Silos. Eine Art von Tank. Und schauen wir mal auf der Map, wir haben ein paar verteilt auf jeden Fall. So, wo befinden sich alle hier oben? Und zwar haben wir eine Anzahl. 4 Stück, so wie es ausschaut. Okay. Also, dann gehen wir mit einer Schnellreise mal hier hin. Zu dem ersten. Honey, da schießen welche auf die großen Tanks in deiner Nähe. Verstanden. Sorry. Sind die alle hinter mir jetzt oder was? Sind das jetzt Gegner? Das verstehe ich jetzt nicht. Das sind doch Mates. Ah, Junge, übertreib mich. Soll ich das jetzt zerstören, oder? Eigentlich ja schon. Ja, da steht der Zerstörer. Mehr geht nicht. 0%. Obwohl eine kaputt ist. So, gib mir das alles mal mit hier. Money brauchen wir. So. Nächster. So, einfach mal mit Quad. Weiter geht's. Na, jetzt auf einmal 19%. Keine Ahnung. Irgendwie im Nachhinein. Das Leben in diesem Land ist schwer. Es ist ein wütendes Land. Überall Elend, Menschen leiden, alles wird richtig arm. Jeder steht vor harten Entscheidungen über Leben und Tod. Was, wenn ich dir sage, dass die Insel besser sein könnte? Liest du mir gerade eine von Castillos Reden vor? Nein, ernsthaft. Meine Großeltern hatten ein brutales Leben. Sie flohen von einem Land in ein anderes und dort haben sie etwas aus sich gemacht. Ihren Reichtum vererbten sie der nächsten Generation, meinen Eltern. Die bauten darauf auf und vererbten mir alles. Okay, ich soll also in ein anderes Land ziehen. Das würde ein paar dringende Probleme lösen, aber nein, nein. Du kannst in Yara bleiben, aber Castillo will ja etwas verändern, wirklich. Ich rede täglich mit ihm. Give me this one. Er will den Wandel so schnell wie du. Manchmal ist es besser, mit der Strömung zu schwimmen. Ich soll die Verhaftungen einfach akzeptieren? Das Paria-System? Die Hinrichtungen? Jedes moderne Land in der Weltgeschichte hatte auch dunkle Stunden. Heutzutage ist der Unterschied nur, dass... So, wie feuere ich nochmal? Primär X. Sogar meine Heimat, Kanada. Recherchiere mal, was die mit der indigenen Bevölkerung gemacht haben. Und das Fracking... Sollen wir dann noch hier Sekundärwaffe benutzen? Wie du so viel willst, aber du bist nichts als ein verdammter Eindringling. Geh mal weg. Wir greifen die Silos bei der Raffinerie an. Kommst du? Komm sofort. Lass mich hier erstmal. Sind noch irgendwelche Tanks. Hier gibt's da noch ein paar. Wer explodiert das? Ich glaube, hier geht es nur um die großen Fetten.
Hey Leute. Ich mach aus euch Zuckerwatte. Einfach mal überfahren. Weiter geht's. Oh, sorry. Sie luden. Oh, was hat das hier für Hänger? I help you. Komm hoch, hoch dich. Durchhalten, macht sie kalt. Na, wer schießt da so frech? Sus. Geh mal das Ding, weil ich muss ein Stück fahren. Reicht. Huch. Ich mach's anders, Leute, ich hab eh eine Idee. Jawohl. Ich muss ja sowieso meine Muni auffüllen. Deswegen braucht mein Auto. Die ruft es rein, sagt er. Schau dich auf, Dani. Das ist ein dicker Heli über mich. Feierabend, wie das duftet. Weiter geht's. Meter. Oha, 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 oha. Langsam, langsam, Freunde, langsam. Die roten Tanks. Digga, die sind doch kaputt. Das sind doch keine Tanks, das sind... Ich weiß ja nicht, was die von mir wollen, aber... Alter, wie das gerade hängt, das Spiel. Was ist da los? Die sind doch kaputt, diese Länge. Ch
chillen hier. Let's go. Da kurz Wegpunkt setzen. So. Here we go. Hier bin ich. So, wie gehe ich hier mit der Steuerung nochmal um? Ich sitze hier sicher in meinem kleinen Panikraum, von den Russen gebaut und nicht zu öffnen. Ich warte einfach mal auf Castillos Verstärkung. Oh, klasse. Ich komme vorbei und sag hallo. Ja, geschützt. Können wir gerne die Lage besprechen. Ich bin mal geöffnet. Ich nicht. Ich mache euch kaputt. So, my friend. Gasolina. Ja, wie lange brauchen die, bis die mal kaputt sind hier? Ist doch klar. Hier, friss. Er sagt, es sind einfach zu viele, Digga, was sind zu viele? Verstehe nicht, warum die Tanks so lange brauchen, bis sie kaputt sind. Mit seiner Pumpgun die ganze Zeit. Ja, Muni braucht, also sonst sieht's bitter aus. Die Verstärkung. Ja, das braucht auch ewig. Da haben wir noch was. Hier hinten haben wir noch was stehen. 90 vor mir. Einen haben wir noch. Irgendwo. Den hier. Oha. Hier ist dann noch einer. Kurz nachladen, auf entspannt. Auf 100%. So. Laut einem Informanten ist er im Büro des Lagerhauses. Dieser Echo der Puta gehört mir. Der geht mir natürlich noch auf die. Hab dich!
Panzer. Muss auch hier nachladen. Wie komme ich denn jetzt hier ins Büro? Hier rüber. Okay, perfekt. Also ich habe richtige Soundbugs. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Interrogation. Wie läuft's denn so, Rucksack? Hör zu, bin spät dran, also. Mierda. Zeitbombe. Lauf, Junge, lauf. Jelena, McKay war gar nicht da. Das Büro war eine Falle. Verdammt, dann war der Informant ein dreckiger Verräter. Wenn ich... Was für Ziel? Hier ist doch mein Ziel. McKay muss auf einem dieser Schiffe sein. Das stimmt, Schlaumeier. Jawohl, ich glaube, das Ding gibt. Wenn der Yagi auf dem Schiff war, ist er jetzt sicher tot. Ja, Mann. Nein, aber nicht. McKay ist auf dem anderen. Bist du dieses Mal ganz sicher? Die Info ist von einer von Gilbertos Leuten. Sie ist selbst auf dem Schiff und hat sich Kontakt. Bin unterwegs. Gilberto wird sich melden. Ich muss auf das andere Schiff. Alright. Kannst du mir kurz helfen, hier, Kollege? Hier auch nachladen. Da lang. Fährst du heute noch, oder? Meine Leute sagen, dass an den Docks Boote liegen. Schnapp dir eins und verfolg McKay. Komm, Gusto. Hey, tut mir leid, aber geh mal aus dem Weg, weil... Das tut mir leid, aber ich muss dahin. Und dein Fahrstil nervt, Junge. So, halte die Frachtschiffe auf. Du und deine Chamäleons seid einfach wunderbar. Ich weiß, aber sag es ihnen nicht, sonst wollen die noch eine Gehaltserhöhung. Einfach auf die Klappe da schießen! Alles klar, dann schieß ich. Ja, Bro, ich will eigentlich aufs Geschütz. Ja, ich komm, eine Reparie ist halt. Wo ist denn das Ding? Nach dem Rauch. Verstanden. Dale. Ja, perfekt, Digga. Jetzt brennt auch noch mein Boot. Oh Mann, Leute. Sag euch so, wie es ist. Wie soll ich das jetzt hier überleben? Okay, ich kann noch nicht mal schießen. Mann. Ja gut. So geht's auch, ne? So, ein Löchle. Seid jetzt fertig mit Schießen. So. Na klar, wird es. Mach das, gib mir erstmal hier die Muni. Wichtig. Schon wieder ein Heli. Yeah.
ab. Bitte schön. Gut, dass das läuft. Also ich weiß nicht, was die vorhaben. Aber so wird es nichts, meine Freunde. Ach, nervt mich nicht. Mal hier hoch. So, hallo. Na schön, Juan. Der Rucksack ist hier. Na nicht. Die Lage hat sich verändert. Das will ich jetzt nicht hören, Juan. Sieh, er ist der Wassermarsch eines Wiesels. Ja. Aber wir haben einen Deal. McKay bietet uns einen Riesenhaufen Kohle an, wenn wir ihn gehen lassen. Wir reden über echt viel Geld hier. Das bekommt nie klar, Segen. Überlass sie mir. Wir beide wissen, dass der echte Krieg erst losgeht, sobald Castillo tot ist. Und diesen Krieg gewinnt man nicht ohne Cash, glaub mir. Mit Kugeln haben wir ziemlich viel erreicht. Lass ihn in Ruhe und geh zurück zum Hafen. Ich bin schon unterwegs. Es ist Zeit zum Feiern. Wir haben gewonnen. Für was habe ich mir den Arsch aufgerissen, um den Typen zu suchen? Na los, Rucksack! Auf zur Fiesta auf dem Festland! Ich wette, sie warten schon mit der Piñata auf dich. Wahrscheinlich. Also ich habe so Bock, den in den Kopf zu schießen, soll ich es einfach machen, Leute. Wie meine Großmutter schon sagte, was meint ihr? Wer einen Preis hat, ist eine Hut. Blödes Arschloch. Bitte nein, töte mich nicht, ich hab ein Kind. Was ist jetzt mit dir? Ha? Sag mal, was ist jetzt mit dir? Sag mal. Er lässt sie para siempre, Danny. Elena. Ich wünschte bloß, von Ron hätte gesehen, wie du den Wichser erledigst. Scheiß auf McKays Geld. Applaus für Danny. Sag ein paar Worte. Ich habe genug Reden gehalten. Von daher halte ich es nur für angemessen, du, wenn ich... Du hättest deine Zeit, Lorenzo. Lucky! Heute fühle ich mich das erste Mal in meinem Leben wirklich glücklich. Wenn ich in die Augen eurer Generation sehe, sehe ich dasselbe Feuer, dieselbe Leidenschaft und dieselbe Hoffnung, die ich in meiner sah. Gemeinsam haben wir die Chance, etwas Neues zu erschaffen. Ihr seid dran. Macht das hier zu Yaras letztem Krieg. La Moral. Legenden von 67. Bienvenidos al Este, Clara. Willkommen bei Libertad. Gracias. Aber nein. La Moral kommt gut zurecht. Ist das so? Wir helfen, Castillo zu töten. Aber wir behalten noch Libertad im Auge. Ich soll darauf vertrauen, dass dieser faltige Opa unser Yara rettet? Nein. Wir kämpfen. Wir folgen nicht. Ich kann sie leiden. Das tue ich auch. Wir sehen uns in Esperanza. Dale! Ich weiß, dass viele über die Revolution von 67 sprechen, als wäre sie ein Traum. Dass diese Mörder Helden waren. Doch sie löschen eure Zukunft aus, so wie die meines Vaters. Wenn ich in eure Augen blicke, sehe ich Löwen. Libertad, La Moral.
Mörder von 67, das sind Lügen! Die Wahrheit, die tragen alle denselben Namen. Terroristen! Ich habe die Vision, das Paradies wieder aufzubauen. Doch diese Terroristen haben dafür gesorgt, dass wir dieses Paradies mit Blut bezahlen. Möge dies Yaras letzte Revolution sein. Sichern wir den Sieg für die Löwen! Verdammt. Ich wünschte, ihr wärt hier. Okay. Es scheint so, als ob die Mission noch nicht fertig ist. Also dann verlassen wir das Ganze mal. Hoffen, dass uns nichts Böses erwartet. Wenn doch, wird es in dem nächsten Video weitergehen. Schauen wir mal. Wo ist denn jetzt diese Party? Ich hab Lust. So, okay, perfekt. Deportieren. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Escobar und Peace. Haben wir natürlich hier noch ein Handgelenk bekommen. Feuerwerk haben wir auch. Hier. Das schauen wir uns jetzt noch gemeinsam an und dann werde ich das Ganze hier verlassen. Jeder feiert. Und sie am Tanzen. So, also. Peace.